Also eure erste Aufgabe bei der Jagd ist es, nicht zu sterben. Das kann ich euch nicht beibringen. Es ist einfach etwas, das ihr von allein lernen müsst. Sobald ihr diese Aufgabe gemeistert habt, können wir uns auf die Suche nach den Avangs machen. Das sind mächtige Kreaturen, diese Avangs. Wenn wir welche getötet haben, müssen wir so viel Fleisch, Schwänze und Haut wie möglich. Er hat Schwanz gesagt. Was? Wie möglich an uns nehmen. Also versucht bei euren Angriffen gezielt vorzugehen. Auf geht's. Ich werde auch nie erwachsen, echt schlimm. Ja. Die Torchluth wurden vernichtet. Ich bete zum Ogwiroth, dass wir nicht die Nächsten sein werden. Es gibt Leute, die Käferpanzer über alles rühmen. Wie aber können sie Käferpanzer so loben, wenn es einen Panzer gibt, der sich für so viele Zwecke so viel besser eignet? Ich meine natürlich den Schildkrötenpanzer. Wollt ihr ernsthaft behaupten, dass man aus einem Käferpanzer einen Schild fertigen kann? Kann man etwa für ein ganzes Dorf in einem einzigen Käferpanzer Essen machen? Nein. Nein, kann man nicht. Deshalb jagen wir Schildkröten und wir nehmen uns ihre Panzer und wir danken ihnen für die tollen Sachen, die man mit einem Schildkrötenpanzer machen kann. Beschafft mir bitte einen großen Haufen Schildkrötenpanzer, damit das ganze Dorf froh sein kann. Kann es sein, dass die Schildkröten Schildkröten heißen, weil man deren Panzer als Schild benutzen kann? Oder weil der Panzer generell als Schild für die Kröten dient? Ich weiß es nicht. Kann durchaus sein. Normalerweise trauen wir keinen Duvodihat. Doch vielleicht könntet ihr mir helfen. Vielleicht könntet ihr euch mal umdrehen, wenn ihr mit mir sprecht, um mir nicht den Arsch zu drehen. Das ist doch unhöflich. Also was soll denn das hier, hallo? Ja? Wie ist er überhaupt gerade auf die Kiste draufgelaufen, ohne zu springen? Ich bin nicht gesprungen, natürlich läuft er da einfach drauf. Ist ja klar. Hier. Assassin's Creed 4 und so, weißt du? Das ist so ein Assassine. Heißt, Duncan MacLeod oder so. Keine Ahnung. Nee, wie hieß denn der andere? Duncan Whalebone? Nee. Ach, naja. Auf jeden Fall, wollte ich vorlesen, genau. Wisst ihr, was das beste Jagdwild in ganz Dunmore ist? Die Schildkröten. Sie stellen eine echte Herausforderung dar, weil sie so gut geschützt sind. Wir lieben die Jagd auf Schildkröten. Vielleicht zu sehr. Die Schildkröten im Dunmoor sind vom Aussterben bedroht. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen die Schildkröten beschützen. Zieht los und sammelt Schildkröteneier am Rand des großen südlichen Sumpfes. Wir müssen die Eier in Sicherheit bringen, damit es immer Schildkröten zu jagen gibt. Okay, annehmen. Ich müsste mal das Inventar schließen, ne? Aufgabengegenstand. Oh. Während eurer Kämpfe in Dunmoor seid ihr auf einen mit Schlamm bedeckten Gegenstand gestoßen. Es sieht nach einem. Er, der Gegenstand. Er sieht nach einem Kinderspielzeug aus. Wieso steht da S? Vielleicht vermisst es jemand in Lahnroz. Kehrt zum Dorf zurück und findet den Besitzer des Spielzeugs. Okay. Gut, ich denke mal, ich kehre da mal zurück, weil ich noch was verkaufen muss. Siehst du, da Inventar ist voll. Ist doof, deswegen sollte ich zurückkehren, ist ja eh nicht so weit. Geht ja, ach, das ist ja lächerlich wenig. Also lächerlich kurz, der Weg. Hier sind sowieso schon die ersten Eier, die ich sammeln soll. Ist ja also praktisch auf dem Weg hier. Ist ja schön. Das hier fällt mir. So, hier ist doch richtig, ne? Ja, das ist die richtige Stadt, hoffe ich mal. Oder ist das die falsche? Nee, du. Ach, hier bin ich jetzt. Ach ja, hier waren ja diese Typen, die da trainieren. Ich will auch trainieren dürfen. Warum darf ich nicht? Mann, oh, ich finde das blöd. Die sind gemein zu mir. Ich will auch trainieren. Huch, jetzt komme ich hier nicht raus. Witz. Hier komme ich raus. Da bin ich ins Wasser gefallen. Tja. Das ist natürlich doof. Heilerin, Hallöchen. Was habt ihr zum Tausch? Ja, ich würde gerne einmal reparieren. Habe ich schon und verkaufen. Schmierige Membrane. Rote Farben. Farbe rot. Eine Fiole mit roter Farbe für Kleidung und Rüstung. Ah ja. Ja, keine Ahnung. Grüne Farben, Bruchteil. Eigentlich müsste ich die behalten. Hier, das kann nur weg. Dunländer Text. Und. Ja. Das möchte ich fast behalten. Kann man nochmal essen? Ditte hier kann ich nicht tragen und ist eh gebunden. Deswegen kann es weg. Das kann auch weg. Das kann. Ach, komm, weg damit. Gefleckte Schnäbel. Riesiger Haufen Goldreste kann sowieso weg. Der ist ja für nichts anderes gut.
Gefleckte Ohren, alles weg. Oh, Attilas Essenz, die behalte ich natürlich. Kalenatsgarn, ja komm, auch weg. Und eine Vermächtnisrune, wow. Westfold Rezept der Goldschmiedekunst, ja, kann auch weg. Hier, weg damit, immer weg damit. Immer weg damit und weg damit. Und... okay. Okay, was ist das denn? Die gebildete Erstgeborene. Nach Unterhaltungen mit den Dunländern der Falkensippe müsstet ihr einfach... Nee, musstet ihr einfach niederschreiben, was ihr gelernt habt. Ihr wisst die Lehren zu schätzen und die geweckten Erinnerungen berühren euch zutiefst. Ja... Kann man das einmal benutzen oder mehrmals? Ich weiß es nicht. Die Vermächtnisrune behalte ich auch mal. Ditte kann weg. Ditte kann weg. Weg. Alter, was ich für Scheiße mit mir rumschleppe. Ist kein Wunder, dass das Inventar voll ist. Schon wieder eine Vermächtnisrune. Immer diese Mini-Vermächtnisrune, dass man die nicht irgendwie zusammenfassen kann oder so. Es ist schlimm. Hier kann auch weg. Standardklarinette. Ja, behalte ich mal. Ist eh nicht viel wert. Dit hier kann weg. Ditte hier kann auch weg. Ja, ja, ja. Ach komm. Weg damit. Weg damit. Ah, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ja, eine Laute. Und ein Umhang, der kann auch weg. Gut. Gut, jetzt habe ich schon wieder mehr Platz im Inventar. Das ist doch deutlich praktischer. Kann ich hier vielleicht nochmal identifizieren? Naja, schließen. Was haben wir denn hier? Hammer des Jägers des dritten Zeitalters. Für Stufe 67. Und mein aktueller ist für Stufe 65. Das lohnt sich nicht irgendwie. Für Stufe 65. Ja, identifizieren wir den mal, aber der kann dann weg. Den können wir dann zerlegen. Hier, der ist für 65, den brauche ich gar nicht. Oder ist der zufällig... Nee, du bist auch nur Haupthand. Wieso ist das alles Haupthand? Wieso kann man nicht zwei davon tragen? Wieso gibt es überhaupt 6 Slots oder so hier? Wenn ich jetzt hier Shift plus I drücke, da siehst du, da gibt es 6. Man kann sogar mehr kaufen. Aber wozu? Ich kann nur 2 tragen. Oder gibt es noch woanders welche? Wahrscheinlich kann man die in Dungeons finden. Ich weiß es nicht. Buch des Kundigen des zweiten Zeitalters. Okay, ja. Kann alles. Ich identifiziere das Ganze einfach und dann tue ich's. Ne, dann mache ich Relikte draus wieder. Das ist sonst irgendwie sinnlos. So, diese Armbrust ist für 63. Ja, doch, müsste ich eigentlich. Die müsste ich eigentlich tatsächlich anlegen. Warte mal. Wo ist denn hier, wo ist sie denn hin? Diese Armbrust. Wenn ich das wüsste. Das hier? Eine Armbrust für Stufe 63. Ja, ja, wird an euch gebunden sein und du bist für Stufe 58. Ja, 58, 63. Die ist besser, die hat 60 Schaden und die hat 62 Schaden. Hier wird es aber noch mehr. Ne, ist klar. So, dann mache ich hier mal weiter. Warte, das können wir nochmal identifizieren. 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 Und ja, identifizieren. Neuschmieden können wir nichts. Aktuell Reliktmeister. Zerlegen, und zwar das hier. Alles. Ja, weg damit. Brauche ich alles nicht. Das kann man theoretisch verkaufen. Warte mal, was war das denn gerade? Nicht wieder anzeigen kann ich das. Ja, komm. Dann geht das hier schneller. Dolch des Jägers des dritten Zeitalters. Ja, kann auch weg, ne? Ja, ja. Okay, Stufe 65. Alter, Musik. Jetzt ist die Musik so laut. Was ist los? Hilfe, ich höre... das ist ja... Dann muss ich auch noch gegen die Musik anschreien. Musik? Wieso bist du so laut? Schließen.
weg damit. Ja, immer weg damit hier. Kriege ich tolle Fassungen der Moral und was weiß ich, die ich alle nicht brauche, aber naja. Kann ja nicht schaden. So. Weg auch damit und damit auch weg und weg. Und jetzt nochmal gesperrte Anzeigen. Da haben wir noch das Ding hier, die Armbrust. Die muss leider auch weg. Yep. Achso, ein Attribut wählen. Kann ich das eigentlich auch abbrechen? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Okay. Kritischer Multiplikator auf Verwendung von Bogenfertigkeiten. Abklingzeit für Gnadenschutz. Schaden durch Herzsucher. Ich glaube, ich nehme mal das hier auswählen. Schließen. Okay. Jetzt möchte ich gerne Folgendes tun. Jetzt möchte ich diese ganzen Vermächtnisruhen, die ich bekommen habe. Zum Beispiel diese hier. Anwenden auf diese Armbrust. Genau. Ja, ja. So, ich finde das toll, dass man das alles nicht wieder anzeigen muss. So, neu schmieden. Schaden durch Herzsucher. Diesen kann ich nochmal neu schmieden. Fokus, Bogenbedrohung, Wert 3. Was? Hä? Keine Ahnung. Resistenz, Penetration, was? Alter, Musik. Wieso ist die Musik jetzt so laut? Ist ja schlimm. Fokus, Bogenbedrohung. Nehme ich das jetzt oder das andere? Alter. Ist beim Video nicht leiser, wenn ich jetzt hier leiser mache bei mir, aber trotzdem. So, Fokus, Bogenbedrohung, Wert 3. Ja, auswählen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß von beiden nicht, was es ist. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Hier habe ich doch noch einen, nee, das ist ein legendärer Splitter. Ich habe doch noch irgendwo, nein. Ich habe doch bestimmt noch irgendwo eine Vermächtnisrune. Hier ist noch eine. Hier auf diese Armbrust anwenden. Achso, ja, ja, nicht wieder anzeigen. Hallo, da. Das ist nicht möglich, achso. Na, nicht möglich, während ihr euch bewegt. Witzig, das ist doch unfassbar. Meine Fresse, ey. Hier anwenden. So. Kann ich jetzt hier schon wieder? Nee, kann ich noch nicht. Okay. Egal, das macht nichts. Ich habe ja noch mehr Runen. Zum Beispiel diese hier. Muss doch bald mal wieder neu schmieden können. Wo sind denn hier noch? Da ist noch eine Rune. Ja, toll, mit 1000 Erfahrungen. Wow, das lohnt sich voll. Ja, war auch eh nur eine. So, habe ich noch irgendwo eine Vermächtnisrune? Nö, ich sehe da jetzt keine. Bin ich extra nah rangegangen, aber ich sehe jetzt gerade keine. Vielleicht ist in der Bank noch eine. Zum Glück gibt es hier Vorratshändler, alles, aber leider keine Bank. Schade. Ich hätte jetzt eine Bank gebraucht. Im Park. Nee, keine Ahnung. Was wollte ich jetzt tun? Ich weiß es gerade gar nicht. Was wollte ich denn jetzt tun? Ach so, genau. Hier, Shift plus I. So, hier, da, wo ist es denn? Da. DPS, Rangaufstieg. Ja, nicht wieder anzeigen. Rangaufstieg. Rangaufstieg, Rangaufstieg, Rangaufstieg. So, 73 DPS, das ist schon mal nicht schlecht. Kritischer Multiplikator auf Bogenfertigkeit, nehmen wir das mal, oder? Ja, das ist, auf Bogenfertigkeit mit Anwendung. Anwendung, genau. Anwendungsverzögerung. Meine Fresse. Okay, mehr kann ich nicht. Ich muss da noch ein bisschen aufsteigen irgendwie. Aber zumindest macht das so mehr Schaden, denke ich mal. Ja, 73 im Vergleich zu, was war vorher, 62, ist doch ein Unterschied, denke ich mal. So, jetzt sollte ich mehr Schaden machen. Theoretisch. So, Gemma. Sagt natürlich gar nichts. Wer seid ihr? Wartet, ihr habt mein Spielzeug gefunden. Danke, danke, danke. Kann ich es bitte haben? Ich hab gedacht, ich würde es nie wiederfinden. Haben es die blöden Käfer geklaut? Die nehmen immer unsere Sachen weg. Ich hasse sie! Alter, ich kann nicht die ganze Zeit so sprechen. Das war's doch. Yeah, Level Up! Alter, ich hab einem Kind geholfen und gleich Level Up. Ey, das ist doch hier... Alter, wie das durch den Bildschirm fliegt, wenn man läuft währenddessen. Auch interessant. So, das Inventar wollte ich schließen. Was haben wir denn hier? Legendäre Gegenstände. Ah ja, der ist aufgestiegen. Ach echt. Ach, hier kann ich ja nochmal. Siehste, muss ich vielleicht auch nochmal tun. Eine steht an der Fassung der Macht, der Kraft, der Moral. Weiß ich nicht, was da gut ist.
Der Kraft, na Krafthöchstwert brauche ich nur überhaupt nicht. Dann nehme ich mal Moral tatsächlich. Ja. So, Edelsteine. Ausdauer, Vitalität und kritischer Treffer. Was haben wir noch? Beweglichkeit und kritischer Treffer. Nehme ich das mal. Ja. Yep. Und hier eine Rune. Entgehen. Empfangen, Heilung, Blocken. Moral, Regeneration, werden Kampf. Empfangen, Heilung, Blocken. Das ist immer das Gleiche, ne? Irgendwie schon. Dann nehme ich mal diese Rune des Entgehens. Keine Ahnung, ob die gut ist. So. Und die Kraftregeneration. Ich weiß auch nicht, ob ich das brauche. Was ist denn hier verbessern? Titel kaufen, Relikte kaufen, Attribute kaufen, Upgrades kaufen. Nö. Warum sollte ich? Verstehe ich nicht. So, jetzt wollte ich erstmal weiter. Genau, jetzt bin ich schon wieder hier. Jetzt habe ich schon wieder so viel gedingst und bin irgendwie nicht weitergekommen. Also so viel Sachen gemacht. Na gut, ich bin eigentlich weitergekommen. Ich musste das ja auch irgendwann mal machen. Hä? Jetzt ist er an dem Ei vorbeigelaufen. Versteht das mal einer. Ich tue es nicht. Ich verstehe das nicht, du. Ich verstehe das nicht. So, wo soll ich noch hin? Hier irgendwo soll das alles sein. Ach, hier. Okay. Hier ist ein Dun-Avang. Den muss ich doch töten. Ja, okay. Gut, mache ich mal. Ach, hier ist der Herzsucher. Gut. Ein Herzsucher. Ja, ein Herz für Dun-Avangs. Oder so ähnlich. Stirb, du elende Kreatur des Bösen. Mit der, naja, nicht sehr hochauflösenden Textur geht eigentlich. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Huch. Muss ich ja zugeben. Juhu, eine Haut, ein Schwanz. Ehe, Schwanz. Was? Und natürlich kein Dings hier. Kein Fleisch, ist ja klar. Eine Sumpfschildkröte. Ach, die muss ich doch töten, ne? Komisch, die eine Quest sagt, ich soll die töten, die andere sagt, ich soll die Eier sammeln, um die am Aussterben zu hindern. Können die sich mal einigen vielleicht? Ich weiß ja nicht. Ich meine, gut, kommt von verschiedenen Personen, aber trotzdem. Ich meine, die gehören doch zusammen zu einer Gruppe, die müssen sich doch ein bisschen untereinander verständigen. Verstehe ich nicht. Hm. Tja, wahrscheinlich haben die kein Facebook und können deswegen nicht mit anderen Leuten reden. Na? Ist ja schlimm. Letztens im Fahrstuhl, weißt du, zwei Leute waren drin. Beide mussten natürlich mit ihrem Smartphone was machen. Also rumspielen. Ist ja klar. Muss man ja immer. Das ist wichtig. Vor allem kann man im Fahrstuhl, ich weiß auch nicht. Wieso machen das die Leute dauernd? Ist ja schlimm eigentlich. Echt. Am besten nur mit dem Smartphone rumspielen und dann irgendwo gegen Baum laufen, weil man nicht hinguckt, wo man hinläuft. Das wäre irgendwie ungünstig. Ich weiß ja nicht. Es gibt sogar Leute, die chatten oder die schreiben was auf Facebook, während sie mit dem Auto fahren. Auf der Autobahn. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Fake war oder wirklich echt, weil so dumm kann doch keiner sein. Ihr habt die vergangenen Steine entdeckt. Und was ist denn Gwyns Banner? Ihr müsst die Aufgabe Jagd auf Blutschund erhalten haben. Ach so. Oder Dunländer gegen Dunmore oder beides? Okay. Hier ist eine Leiche. Egal, eine Leiche. Okay. Die Leiche hatte was dabei? Verwaschene Fetzen Dudenlöner-Text und natürlich gondorisches Pergament und Silber und Kupfer. Das ist ja toll. Dun-Avang. Stirb, du Elendes. Und hier. Na, komm schon. Stirb, habe ich gesagt. Schneller. Schneller musst du sterben, schneller. Na also, ha. Aber jetzt geht's, glaube ich, wirklich ein bisschen schneller, kann das sein? Weil ich ja halt, ne, weißt du schon. Okay. Also weil der Bogen besser ist, deswegen. Glaube ich. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Sollte aber eigentlich. Ist ja auch immer unterschiedlich, wie lange das dauert. Wenn man mal kritisch trifft, zum Beispiel mit dem Herzsucher, dann geht's deutlich schneller als so. Weißt du? Naja. Dun-Avang. Jetzt, na also. Komisch, irgendwie hat das verwüstet mehr Schaden gemacht als das andere. Ich weiß ja auch nicht. Huch. Ach, jetzt ist er nicht in Sichtweite. Versteckt er sich einfach hinter der Mauer, dieser Feigling. Hä? Ach, da. So. Ja, yeah, ich habe 4 Schwänze gesammelt von denen. Alter, die haben aber auch einen großen Schwanz. That's what she said. Was?
Ja. Liebe Kinder, dieses Let's Play ist ab 18? Nein. Ist ja schlimm. So, was wollte ich noch? Da ist eine Holztruhe, da ist ein Dunavank. Ich möchte wissen, was in dieser Holztruhe ist. Ich weiß nicht warum. Aber warum nicht, ne? Was ist das da hinten? Eine Truhe mit Bändern? Ach, die kann ich nur als Gelehrter öffnen. Okay. Frag mich nicht warum, aber ist halt so. Das ist halt so, ne? Da musst du nicht nachfragen, das ist halt einfach so. So ist das Leben, sag ich dir. So ist das Leben. Mir kommt das gar nicht so vor, als würde ich schon fast eine Dreiviertelstunde spielen. Krass. Sonst kommt mir das immer vor, nach 5 Minuten vor, als würde ich schon seit 20 Minuten spielen. Jetzt genau andersrum. Hä, ist der blöd? Hallo, liebe KI, wieso läuft der denn so weit außen rum? Kannst du mir das mal erklären? Oh, apropos KI. Ich bin ja auch sehr schlau. So mit halbem Leben in den Kampf zu gehen. Oder fast keinem Leben. Ja, das klappt doch noch. Na also. Huch. So, ich sollte vielleicht mal was essen. Das war sehr knapp gerade. Das passiert, wenn man abgelenkt ist. Echt mal. Oder so eine Holztruhe haben will.